Das war übrigens von Final Fantasy 1. Mit meinem Text. Oh, ich glaube, mein Hund kriegt gerade wieder einen Anfall, weil er raus will. So wie sich das anhört. Und ich glaube, mein Schwein pfeift. Das hat mein Lehrer vorhin gesagt in der ersten Klasse. Ja. Oh, da war er in der ersten Klasse, dein Lehrer? Nee, wo ich in der ersten Klasse war und er mein Lehrer war. Ja, ich weiß. Oh, macht aber bitte aus das diesem Haus keinen Brotkasten. Hier. Macht bitte keinen Brotkasten draus. Macht da wirklich ein schönes Dach dazu. Falls ihr Holz braucht, ihr habt ja hier genug. Gut aus mit so aufbauenden, also mit so kennst dich gut aus oder nicht rein. Gut? Also mit Dächern kenne ich mich schon gut aus. Muss oh sagen. Ja, dann seid kreativ. Dann habe ich nichts gesagt. Nein! Achso, das sind andere Öfen, okay. Ja, weil ich brauche jetzt nämlich Smooth Stone und ich brauche gleich wieder einen Wassereimer. Achso, ja, ich hab das einfach ja immer noch. Hier ist und ein Eimer. Ihr wisst sicher beide, was ich vorhab. Wenn ich Stein brauche und einen Wassereimer und dann hier mitten in den See gehe, dann wisst ihr mit Sicherheit, was ich vorhabe. Was mache ich dann wohl hier in der Mitte? Ja, einen Brunnen! Ja. Weil hier habe ich damals gar nicht viel gemacht. Ich habe die Gegend total... Ich habe die Gegend total stiefmütterlich behandelt und da war ich auch noch voll unerfahren und ich war immer viel zu leise zu hören und jetzt hört man mich in absolut toller Tonqualität, weil... Das merkt man in der ersten Folge. Ich habe ein Fruity Loops Plugin, also für FL Studio, das nennt sich Fruity, Image Line Parametric EQ 2 und da kannst du dann auch noch Vocal Presence eingeben und das mache ich seit den letzten 3 Folgen, mache ich das und dadurch wird meine Stimme noch viel klarer, weniger Bass rein, aber immer noch kräftig genug, dass sich das richtig geil anhört und nicht übersteuert. Oh, er kotzt Steine. Er hat Würfelhusten. Ach, geil. Finde ich toll. Kann man das so lassen hier? Ihr seid echt creative. Und dann brauchen wir noch Laternen. Bräuchten wir eigentlich noch hier Glowstone. Aber Glowstone können wir aus Nether besorgen, weil wir haben ja gleich ein Nether-Portal in der Nähe. Müssen wir nur aufpassen, dass wir auch hier wieder rauskommen. Ich hab so einen Diamanten. So einen Diamanten. Genau. Wir sollten mal... Wir haben wir Obsidian und hast du Lohnstaub und Obsidian? Was habe ich Lohnstaub und Obsidian? Wofür? Lohnstaub. So eine Endertruhe für den Fall. Ah! Ja, gute Sache. Gute Sache. Ich muss mal ganz kurz gucken. Habe ich noch Obsidian? Wie viel Obsidian brauchst du denn? Ich habe da noch das Idee. Am besten in der Endertruhe so, da das wichtige Zeug, weil jeder hat dann seine eigene persönliche Endertruhe und man muss keine mehreren Truhen machen, theoretisch. Ja, da muss ich gerade mal überlegen. Also, Staffel 2? Ja. Also da fehlt da... Hey, geht doch einfach in Nether und guckt dort nach Lohnstaub. Das wäre die Idee. Also Obsidian... Obsidian haben wir sicherlich irgendwo. Kann ich aber auch schnell abbauen, weil ich habe Glück und Effizienz und sowas und dadurch geht es wesentlich schneller. Weil die habe ich mir nämlich enchantet, als ich mit dem Lukas zusammengespielt habe. Gut. Einer bleibt beim Haus und ihr könnt ruhig in Nether gehen, wenn ihr wollt. Es kann auch einer in Nether gehen, einer macht am Haus weiter und ach, die sind ja schon. Ja, ich hole Obsidian. Soll ich dann in Nether gehen? In Nether? Ja, genau. Ja, dann geh mal in den Nether rein. Wow, jetzt wollte ich gerade in den Nether und da ist mein Minecraft abgekackt. Hat sich einfach so gerade mal geschlossen, hat keinen Bock mehr gehabt. Oh. Kenn ich. Geh doch in den Nether zum dicken Onkel Peter. Nether, hey. Der Peter, ey. Das ist eigentlich nicht witzig, weil... Ich kenne einen Peter Nether. Sicher. Tatsache. Ja, kenne ich. Und ist mein Nachbar. Deswegen fand ich das voll lustig. Weißt du, der Peter geht in den Nether. So hieß mal eine Folge bei mir, glaube ich.
So, jetzt probieren wir das nochmal, aber bitte ohne, dass diesmal Minecraft abkackt. Ja, bitte ohne. Ja, ich bin das drin. Ist so, ich bin drin. So Durchfall. So Durchfall. Ih, hier sind nackte Schweinchen. Ja, ich gitter. Scheiße! Scheiße, kann mal bitte jemand, weiß jemand, wo ich bin? Scheiße. Ah, ich bin in dieser Höhle gestorben. Ich muss schnell zurück. Warte mal. Game Mode 1. Zack. Egal, ich muss da eben hinfliegen. Ich muss da eben hinfliegen. Das geht nicht anders. Ich muss mal eben cheaten. Oh, scheiße, ich will meine Sachen nicht verlieren. Gerade jetzt hier, wo wir zusammenbauen, ist das ärgerlich, ne? Deswegen fliege ich jetzt auch hin. Weil, ich will hier auch keine Zeit verschwenden. Und ist das nicht hier beim Diamant? Ist das nicht bei den nein, da ist die Höhle nicht. Nein. Ich will ja die Zeit mit euch auch nicht verschwenden. Ich will die ja möglichst effizient nutzen, diese Zeit. Und deswegen ist sowas dann schon ziemlich ärgerlich, wo ich dann so denke, Alter, verdammt. Ja, tot. Oh nee, ey, schon wieder, ey. Ich bin auch manchmal. Du bist in einem Nether, ne, Mojo? Ja, ich Nether. Ich schau mal den Nether-Crack ab, ne, Crack vor allem. Nether-Crack. Um dann mal an den Glowstone ranzukommen, weil der hängt ja meterweit über dem Boden. Wow, ist das hier? Hier ist das Loch. Reinfallen, los. Alles einsammeln. Boah, verdammte Kacke. Ich bin auch manchmal so dämlich. Da ist ja der Klostein. Ich spring da in Löcher rein und dann sterbe ich. Im Glowstone auch nicht unbedingt. Und Nether, ganz viel Netherbricks oder Netherstein unbedingt. Wofür? Brauchen wir das? Ich habe eine Idee mit Nether Bricks, zumindest Nether Bricks sowas. Ah. Da kommen wir Also Frage. Nether Zäune brauche ich. Ist denn hier in der Nähe ein Dingens? Ist eigentlich egal, weil man kann aus ganz normalen Nether Brick, glaube ich, auch die Bricks machen, oder nicht? Ja. Das weiß ich nicht. Ich glaube ja. Das ist mal so gegangen, glaube ich. Damals nach dem Krieg war das noch so. Damals, als ich noch jung war. Oh, jetzt schwebt hier wieder der fette Marshmallow rum. Ja. Oh, was für eine geile, epische Musik. Kenne ich gar nicht. Kein Schwert mehr, ich habe nur noch den Bogen. Ich bin voll der Final Fantasy-Mensch. Mensch. Ja, vor allem Mensch. Nein, nein, weil ich so ein absoluter Fan davon bin, so. Die ganze Serie gezockt, bis zum Erbrechen. Oh Gott, nein, nicht schon wieder. So habe ich mir jetzt gerade ungefähr vorgestellt. Ja, die kotzen sich immer aus, diese Viecher. Ach so, ja. Okay, wo finde ich jetzt Obsidian? Im Nether. Nee, da gibt's ja kein Wasser. Naja. Wasser plus Lava gleich Obsidian. Ja, aber nicht im Nether. Ja, ich habe jetzt leider nur 54 Glowstone Dust, ne? Ja. Ja, stimmt. Ach so, ja. Wofür brauchten wir jetzt eigentlich Obsidian? Für Endertruhe. Und wofür brauchten wir die Endertruhe? Damit so jeder Spieler hat, also man baut eine Endertruhe und da hat ja wie bekannt jeder seine eigene. Ja, das weiß ich, aber wofür brauchten wir jetzt eine Endertruhe? Ja. Sagen wir mal, ein Creeper explodiert im Haus, Truhen können explodieren. Aha. Und der Stuff kann auch dabei explodieren. Und wenn man da das wichtige Zeug in der Endertruhe hat, kann einem der wichtige Zeug nicht von einem Creeper ruiniert werden oder was auch immer. Ah, okay. Ich bin gerade voll am Abschluss. Dieser doofe Gast, ey. Nein, nicht Creeper!
Ja, komm, Creeper. Komm, ich war weiß, dann schützen. Ah, ich bin. Ich hab ne Idee. Ich kämpfe vom Haus rum und lauter Spinnen. Ich werd sterben. Alter, was war das? Das war gerade so episch. Drei Skelette auf einmal. Ach ja. Kann noch ein bisschen dauern, weil ich bin in der Höhle wieder zurückgekommen durchs Portal. Ah. Ein Creeper-Camper. Ah, du bist bei Staffel 2, glaube ich. Dann geh wieder ins Portal und geh so lange durchs Portal zurück, bis du hier beim Kristalldings wieder rauskommst. Beim Diamantendings. Stirb! Nein, ich hab die Gegend kaputt gemacht. Scheiße, ich muss ins Haus, sonst sterbe ich noch. Ah, am Haus steht ein Creeper. Am Haus steht ein Creeper rum. Mein Zeug. Hier leckt alles voll so ein bisschen. Nein, ich will nicht sterben. Nein! Verreckt. Na, ich komme immer wieder in der Höhle raus, aber ich probier's weiter, okay? Nein! Nein! Ihr blöden Pissviecher! Nein, das ist Monsterlife. Wisst ihr was? Time set 0. Stirbt. Ihr verdammten Scheißviecher. Geh weg. 90% der Monster im Wasser sind und nicht nur mein Helm. Verdammt. Da hinten im Wasser sind meine Sachen. Da, wo 90% der Monster sind, sind meine Sachen. So. Und wo ungefähr der Rest ist mein Stuff, mein restlicher. Weil hier liegt nämlich mein ganzes Zeug rum. Ah, ich hasse Viecher. Ja, ich hasse Viecher. Das war so. Ja. Drei Spinnen, vier Zombies, drei Creeper gehen auf mich los. Erst fetzten mich zwei Skelette auf einmal in die Luft so hoch, dass ich dann von da unten runterfall und dann so Hitzeporte hart. Weil die mich. Die haben mich so getötet. Nein! Schon wieder so verpisster Creeper. Ich hasse sie. Ich will keine Creeper mehr. Scheiße, die sprengen uns hier alles in die Luft. Was soll die Scheiße? Diese Mistviecher. Wenn es so weitergeht, werde ich gleich. Wird nichts mit dem Portal, ne? Weil ich hab's gerade schon ungefähr 7-mal probiert und ich komme immer wieder am selben Ort raus. Ah, da musst du mal versuchen zu sterben, wenn du nicht zu viel wertvolle Sachen hast. Das wird schwierig. Schwierig. Der ganze Glowstone und Eisen und Nether. Ah. Ja. Ich sehe. Aber ja, nicht TP'n, sonst kommen wieder diese dummen Flamer. Mir sagt bloß, der Creeper hat all mein Zeug hochgejagt. So gut wie alles. Und um mich fliegen Experience-Perlen rum. Obwohl, ich bin auch nur noch Level 2. Mensch, jetzt sterbt doch, ihr Mistviecher. Verdammtes Dreckzeug da hinten. Stirb! Du stirbst auch jetzt, Mistvieh. Mann, geh mir nicht auf die Eier. Jo, mach das. Was denn? What the fuck? Wenn du nicht werden willst, dann komm jetzt am besten nicht vors Haus. Wenn du was? Komm jetzt am besten nicht vors Haus, wenn du nicht sauer werden willst. Hey, ich war schon sauer wegen dem Haus, weil da so ein verschissener Creeper stand. Komm besser nicht. Das Problem ist, ich kann ihn auch nicht killen, weil ich wütend bin, weil der ist ja nun schon tot. Diesen Mistvieh. Ich hasse diese Viecher. Wenn Jepp die nicht ausbaut, dann werde ich. Ich hasse ihn dann so, persönlich so. Ich nehme ihn das persönlich übel, wenn er die Creeper und die ganzen Monster nicht wieder rausnimmt. Ja, aber Minecraft ohne Monster ist nicht Minecraft. Ich werde ihm dann sagen.
Ich werde dann so zu ihm sagen, er ist schuld, er ist persönlich schuld, dass meine Welt kaputt ist. Ne? Er persönlich ist dran schuld. Du stehst so persönlich vor seiner Haustür, dann sagst du ihm das so, ne? Dann geht er so rein, schlägt die Tür zum Händen, so ein Schild vorne in die Tür, auf eigene Gefahr, Minecraft spielen. Ja. Dann verkrümelt er sich wie eine kleine Pussy. Ey, Jeb, du Betrüger, du hast einfach Creeper eingebaut. Nein, das war Notch, okay. Das war Notch? Ach so. Oh. Ja, das war damals. Wessen Internet ist abgeknallt? Reis ist abgeknallt. Meins nicht, glaube ich. Man merkt, dass es ein bisschen ruhiger wieder ist. Ja. Okay, ich hänge hier irgendwo in der Höhle fest. Irgendwo, ne? Ich habe keine Ahnung wo. Ah, hallo? Der soll die Dings nicht seitlich platzieren. Ich hasse das. Hallo, nicht seitlich. Hochkant. Was denn hochkant? Das Holz? Ja. Direkt da zum Internet hat mich auch nicht so gehört. Jetzt haben wir was? Jetzt haben wir alles. Ein Absturz von meinem Internet, wie es sonst auch immer ist, und ein Creeper oder mehr oder so. Achso. Ich will doch mal ein LAN-Kabel. Mann. Ja, ein schönes WLAN-Kabel. Ja. Voll im WLAN. Ja. Hey, ich sehe hier gerade. Kein Kabel. Hier ist Wasser. Weg. Und ich muss erstmal hier den Strand ein bisschen schöner machen. Deswegen mache ich mir hier so ein Becken. Und dann mache ich hier überall Wasser vernünftig hin. Jö. Einmal da. Einmal. Eisenspitzhacken. Ja, genau, da habe ich mir eins gekauft. Und zwei Eisen. Okay, dann kauf ich mir was. Wieso musste ich in den Nether gehen? Warum habe ich meine eigene Entscheidung gefällt? Ich weiß es nicht. Es tut mir leid, dass du in den Nether gegangen bist. Oh, jetzt wäre ich noch fast ertrunken mit zwei Herzen left. Dann geh mal mit dem Portal wieder raus aus dem Nether. Dann tippe ich dich. Ich bin aus dem Nether raus. Ach, schön. Schön. Ich bleib doch nicht in dieser roten Welt voller Horror und Grauen. Und voller Mistviecher. Marshmallows und nackte Schweine. Das ist eklig. Ja. Ja. War auch schon mal ekelhaft. Voll die Exhibitionisten. Exhibitionistenschweine im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. FKK-Schweine. FKK-Schweine. Stimmt. Man müsste den hinten mal so ein Tattoo aufmalen. FKK. Ja. Mach das. Ich muss mir sowieso noch ein bisschen was für die Monster einfallen lassen, weil ich habe wenig an den Monstern gemacht in den letzten Updates und da lasse ich mir dann was einfallen. So, ich komme mal rein. Ich komme mit so einem geilen Tunden, so ein richtiges Tunden-Outfit. Ja. Früher war Hure eine Beleidigung, jetzt ist es eine Mode. Jetzt ist es Mode. Ja. Modestil. Ne, Kleidungsstil, so. Die kleine Creeper-Hure. So, ich brauche mir mal meinen Brunnen. Und ich bin hier immer noch, ganz alleine. Ach, immer noch, warte mal. Dann TP ich mich mal zu dir. TP, ja. Dididim. Wo bist du? Ah, auf einer einsamen Insel. Ja. Wie bist du da gelandet? Ich bin aus der Höhle geklettert. Da war ein Loch in der Decke und dann bin ich da durchgeschwommen. Ah, du bist da rausgekommen. Ach Gott, das ist gar nicht Staffel 2 Insel. Das ist dieses einsame Portal, ja. Der Nether ist nämlich bei mir kaputt. Auf dieser Karte. Wo ist die Höhle? Kaputt. Achso, du bist geschwommen. Okay, ich TP mich da mal zurück. TP. Nein. Da. Und dann TP ich dich dahin. Komm her. Yay. Jetzt bin ich in dir drin. In mir. Jetzt war ich im Block. Deswegen mal gut, dass ich nicht Diana Jones heiße.
Sonst wärst du Indiana Jones. Ah, voll witzig. Die ganze Welt hat gelacht. Flachwitz, Füße hoch. Scheiße. Ich muss über die Lache lachen. Ja. Ich muss lachen, weil ich deine Lache gehört habe. Und wegen deiner Lache muss ich jetzt lachen. Ja. Kettenreaktion. Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas wollte ich. Ach, mein Brunnen. Brunnen. Ach nein. Brunnen. Machst du heute eigentlich alles kaputt? Ja. Anscheinend ja. Und dann Puff. Einmal K, einmal Putt. Dedededum. Ein Brunnen im Wasser. Aha, aha. Ein Wasser im Brunnen. Zum Todkischern, echt. Ja. Soll ich mal Klostein machen? Klosteine, ja. Ich hab hier noch Steine, ich hab hier noch Steine. Oh, da sind nur 13 Klosteine rausgekommen. Was soll der Mist? Könnte reichen für Laternen. Also nee, für richtige... Gib mir all deinen Nether, den du hast. Also so für richtige, so mit Zaun und dann hier...